So, da einige gefragt hatten, wie das jetzt funktioniert mit dem Cosplay-Mod, dem Schiri-Simulator, will ich es euch heute mal zeigen. So, was ihr dafür machen müsst, als erstes mal braucht ihr den Cosplay-Mod. Den kriegt ihr hier auf Mod-Hoster, den Link schicke ich euch in die Beschreibung. Gibt es hier die Datei und die kann man irgendwo runterladen, genau, hier unten. Geht man hier auf Download. Mod-Hoster Highspeed Download. Und dann ist es schon runtergeladen. So, wenn ihr jetzt diese Datei habt, dann geht ihr in euer Ordner Dokumente, MyGames, Schiri Simulator, Mods und dann kopiert ihr den hier rein. Das habe ich jetzt schon gemacht. Dann ist dieser Mod ZZZ Cosplay in eurem Schiri Simulator. So, dann sehen wir uns gleich mal im Spiel, wo ich euch mal die grundlegenden Funktionen erkläre. Also, jetzt sind wir im Spiel drin mit dem Cosplay-Mod geladen. Was müssen wir jetzt machen? Als erstes Mal steigen wir ein in einen Pistenbully. So, dann fahren wir mal an den Start unserer Piste, die wir präparieren wollen. Dann machen wir einmal Rechtsklick. So, dann öffnet sich dieses Menü. Was wir zuerst machen müssen, wenn wir noch keine Kurse haben, wir klicken auf Kursaufzeichnung. Beginnen. So, dann nochmal Rechtsklick, damit die Maustaste weg ist. Und dann können wir ganz normal anfangen zu präparieren. Wie ihr seht, Wegpunkte 6, 7, 8 und so weiter. Ich mache das jetzt hier mal nicht so schön. Das braucht es auch gar nicht zu sein. So, unser Beispiel reicht es auch, wenn wir jetzt hier bis zum Tor fahren. So, dann wird einmal unschön gedreht und es geht wieder nach unten weiter. Genau, wir fahren jetzt mal wieder bis da unten. Und so, jetzt sind wir fertig mit Präparieren. Unsere Piste ist fertig. Machen wir wieder Rechtsklick, damit dieser Mauszeiger wieder kommt und dann drücken wir auf Kursaufzeichnung beenden. So, jetzt sieht man hier dieses Stoppzeichen. Wenn wir damit jetzt fertig sind, dann gibt es hier unten dieses Speicherzeichen. So, da drücken wir einmal drauf. Und dann mache ich das mal so hin, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. So, muss man ein bisschen drehen. Dann nennen wir das irgendwie. Ich nenne das jetzt mal Piste 1. So, Enter bestätigen. Und dann haben wir diesen Kurs gespeichert. Dann können wir hier Wegpunkte löschen machen. Und das hier wieder schließen. Und dann sind wir auch schon fertig. So, was bringt uns das jetzt? Mit diesem Cosplay-Kurs können wir die Pistenraupe eigenständig fahren lassen. Wie einen Helfer, den es ja hier im SAS eigentlich nicht gibt. Also keinen richtigen. So, dann lasse ich es einmal schneiden, damit wir das. So, Start Snow. Wird ein bisschen vorgespult, damit wir das hier mal wieder zugeschneit bekommen. So, der nächste Morgen ist da und wie ihr seht, es hat geschneit und von unserer präparierten Piste ist nicht mehr viel übrig. So, wir haben jetzt aber keinen Bock, alle unsere Pisten selbst abzufahren. Deswegen nehmen wir uns, also mit Rechtsklick öffnet man dieses Menü, nehmen wir uns den Cosplay-Mod zur Hilfe. Dann wechseln wir hier mit der Pfeiltaste, bis wir hier auf dieses Menü kommen. So, Piste 1. Hier ist dieser Ordner öffnen, der mittlere. So, da drücken wir einmal drauf und dann steht hier Wegpunkt 1 von 37. So, und da oben sehen wir schon den Richtungspfeil, wo es losgeht. So, dann wechseln wir wieder auf links, auf Abfahrhelfersteuerung. Und dann müssen wir zuerst Abfahrertyp wechseln machen. Und zwar brauchen wir den Abfahrer Überführung Route abfahren. Das ist das Einzige, was im SRS funktioniert. Dieser Mod ist nämlich eigentlich für den LS ausgelegt, aber er funktioniert hier auch im SRS. Also Abfahrertyp Überführung Route abfahren. So, dann einmal die Walze senken. Abfahrer einstellen drücken. Und ganz wichtig, warten am letzten Wegpunkt oder Trigger. Sonst fährt er das ganze Zeug nämlich in der Endlosschleife ab. So, jetzt kann man dann aussteigen. Und dann sieht man hier
Die Pistenraupe fährt eigenständig den Kurs ab, den man vorher festgelegt hat. Ja, und das ist auch schon das ganze Geheimnis hinterm Curseplay-Mod. Wie ihr seht, das funktioniert auch super. Der fährt hier den ganzen Weg ab. So, dann warten wir mal kurz, bis er fertig ist. Wieder hier unten steht. So, ein Stück ist es noch. So, jetzt müsste eigentlich gleich eine Meldung kommen. Ah ja, genau, hier unten links in der Ecke seht ihr das. Snowcat hat den Trigger bzw. das Ende der Route erreicht. So, dann könnt ihr hier einsteigen. Dann könnt ihr hier drücken, Abfahrer entlassen. Und Wegpunkte löschen. Und dann war's das schon. Könnt ihr den Pistenpulli mitnehmen, wo ihr hin wollt. Ja. So funktioniert das Ganze. Und jetzt gleich kommen wir dann dazu, wie man eine fertige Cosplay-Datei in ein Savegame einfügt. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie füge ich eine Cosplay-Datei in mein Savegame ein. So, dazu muss man sich zuerst mal die Cosplay-Datei runterladen. Das habe ich hier schon gemacht. Jetzt habe ich hier eine Cosplay.xml. Und zwar ist die für die Map Steinkugel. So, was mache ich dann? Ich gehe in meinen Ordner, Computer, Dokumente, MyGames, Schiri-Hion Simulator. So, und dann wähle ich mein Savegame aus. Ihr braucht vorher schon ein Savegame. Also ich habe jetzt auf meinem Savegame 4, habe ich ein Steinkugel-Savegame. So, dann gehe ich hier drauf und dann ziehe ich einfach diese Curseplay.xml in diese Savegame-Datei. Achso, es ist ganz wichtig, dass ihr nicht diese Auto-Backup-Dateien nehmt, sondern die Savegame, wie sie halt heißt. In dem Fall Savegame 4. So, dann habt ihr hier die Curseplay.xml drin. Ja, das war eigentlich schon der ganze Zauber. Jetzt könnt ihr einfach in das Savegame gehen und da die mit Rechtsklick das Menü öffnen und da drin dann eure Kurse starten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal ein Like oder ein Abo da lassen. Vielleicht mache ich auch irgendwann nochmal ein Schiri-Hion Simulator Let's Play. Aber bis dahin, macht's gut!